Kurz darauf erreicht Stefan Lukas das Tattoo-Studio. Der Anwalt will herausfinden, ob die Frau des Tätowierers tatsächlich nichts von der Affäre ihres Ehemanns wusste. Ja, leider hat die Polizei sich darauf eingeschossen, dass mein Mandant die Kette von Verhubert gestohlen und Andreas Macher niedergeschlagen hat. Der Mann von Verhubert kann das jedenfalls alles nicht gemacht haben. Der hat für die Tatzeit ein Alibi. Bleibt die Frage, ob Kerstin Macher von der Affäre ihres Mannes wusste. Wenn ja, dann hätte sie ganz klar ein Motiv und käme als Täter in Betracht. Sie arbeitet als Tätowiererin hier in diesem Studio ihres Mannes und jetzt werde ich mal mit ihr sprechen. So, Herr Zeller. Folie dürfen Sie in einer Stunde runter machen, brav eincremen und vor Sonnenlicht schützen, ja? Hey, nennen Sie mich doch Bernd. Meine Frau wird Augen machen, wenn ich ihr zeige, dass ich mir zu unserem ersten Hochzeitstag ihren Namen hab stechen lassen. Brunhilde ist zwar nicht so der schönste Name, aber was tut man nicht alles für die Liebe? Ich hoffe nur, diese Ehe hält ein bisschen länger als die letzten beiden. Na, ansonsten sehen wir uns wohl bald wieder. Ich hoffe nicht. Also. Ciao, Bernd. Guten Tag. Guten Passt Tag. Gerade, sagen Sie. Ja, gern. Kommen Sie doch rum. Dankeschön. Mann, verrückt der Typ. Hat schon den dritten Frauennamen auf seinem Körper. Liebe kann schon irre sein. Ja, da sagen Sie was. Aber gutes Stichwort. Sagen Sie, Liebe, Sie sind doch mit dem Inhaber dieses Studios liiert, richtig? Ist er da? Nein, mein Mann Andi ist im Krankenhaus. Ach, was ist passiert? Irgendjemand hat ihm eins über den Schädel gezogen. Wer bitte? Also entschuldigen Sie, das ist hier kein Quiz, das ist ein Tattoo-Studio. Wollen Sie jetzt ein Tattoo oder nicht? Nein, ich möchte keins. Mein Name ist Stefan Lukas. Ich bin der Rechtsanwalt von Jonas Koch. Wie bitte Koch? Ich habe mit der Polizei gesprochen. Die meinten, das könnte der Typ sein, der meinen Mann niedergeschlagen hat. Warum sollte er es getan haben? Tu, fragen Sie die Falsche. Angeblich hatten die beiden Streit. Haben Sie eigentlich sich auch den Namen Ihres Mannes tätowieren lassen? Ja, und? Und? Bereuen Sie es? Hatten Sie Ihren Mann hier bewusstlos vorgefunden? Ihre Fragen nerven langsam. Aber nein, habe ich nicht. Ich war bei einem Kunden zu Hause, um ihn zu tätowieren. Wenn das jetzt alles ist, ich habe jetzt auch Pause. Sagen Sie, eine Frage habe ich noch. Tut mir leid, ich muss jetzt wirklich los. Und Sie müssen das Studio verlassen, da ich noch abschließen muss, ja? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Gut, dass du da bist. Ich muss ganz dringend weg. Pass mir bitte aufs Studio auf, ja? Okay. Hallo, kann ich helfen? Ich habe zwar nicht so viel Erfahrung wie Kerstin oder Andreas, aber dafür bin ich auch günstiger. Ja, beruhigend. Ich habe so ein Problem. Ich weiß nicht so richtig, was für ein Typ ich bin. Was zu mir passt. Vielleicht habe ich da was da. Kann man mal schauen. Das verstehe ich schon. Das ist schließlich eine Entscheidung fürs Leben. Ich schau mal schnell. Vielleicht haben wir ja hier noch was. Sind eher der schlichte Typ, oder? Vielleicht hier sowas? Tja, also gut, ich meine, für ein schlichtes Dreieck würde ja vielleicht ganz gut zu mir passen. Aber sagen Sie mal, diese Dreiecke, die ziehen Sie ja hier durch wie so ein roter Faden. Hat es damit irgendwas auf sich? Bedeutung weiß ich nicht, aber es ist Andreas Markenzeichen. Er fährt voll drauf ab, so einfachen Formen neu zu definieren. Vor allem Dreiecke. Jetzt bin ich nicht nur ein schlichter Typ, ich bin auch ein ängstlicher Typ. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob es nicht vielleicht auch besser für mich wäre, wenn das Ganze zu Hause stattfinden könnte. Machen Sie dann Hausbesuche? Das können wir leider nicht machen, sorry. Aus hygienischen Gründen ist es besser, sich hier tätowieren zu lassen. Das verstehe ich. Dann versuche ich mich auch mal ein bisschen vielleicht im Freundeskreis aufbauen zu lassen und dann komme ich vorbei. Okay, so ja? Machen wir es. Danke. Dankeschön, ciao. Tschüss, ciao. Jonas Koch hat seiner Frau immer noch nicht gebeichtet, dass er seinen Job verloren hat und jetzt als Detektiv arbeitet. Hallo? Herr Koch, wieso flüstern Sie denn? Alles okay bei Ihnen? Ja, alles okay. Ich will nur nicht, dass Marlene was mitbekommt. Okay, dann mache ich es kurz. Also, Frau Macher behauptet, dass sie, als ihr Mann niedergeschlagen wurde, beim Kunden daheim war, um ihn zu tätowieren. Und stimmt das nicht? Laut einem Mitarbeiter machen die gar keine Hausbesuche. Außerdem konnte sie gar nicht schnell genug von mir wegkommen. Ich werde es jetzt an die Polizei weitergeben und dann suche ich nach Sarah Hubert. Ich hoffe, dass ihr Mann mir sagen kann, wo ich sie finde. Also. Okay, viel Glück. Auf Wiederhören. Wiederhören. Was genau soll ich nicht mitbekommen? Wer war da dran? Ach, nur mein Kollege Stefan. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Und was wollte Stefan? Warum hast du so geflüstert? Ich geflüstert? Ach so, ich bin nur ein bisschen heiser. Und der Lukas, der wollte nur was über die Arbeit wissen. Das interessiert dich gar nicht. Lukas? Eben hieß er noch Stefan.
Und heiser bist du auch nicht. Hör verdammt noch mal auf damit, Jonas. Ich merke, wenn du lügst. Schatz, bitte reg dich nicht auf, das Baby. Dem Baby, dem geht es gut, aber dir vielleicht gleich nicht mehr. Hast du eine Affäre? Ich warne dich. Nein, ich habe keine Affäre. Ich... Ja? Jonas? Okay, hör zu. Ich habe meinen Job verloren, schon vor 3 Monaten. Und seitdem arbeite ich als Privatdetektiv. Du hast was? Und wer ist dann dieser Lukas Stefan? Er heißt Stefan Lukas und er ist mein Anwalt. Anwalt? Wozu brauchst du denn einen Anwalt? Jonas, was ist passiert? Ich... Ja? Ich habe 2 Fremdgeher fotografiert. Und diese Tussi behauptet jetzt, ich hätte ihr eine Kette geklaut. Und dann wurde der Typ niedergeschlagen. Die Polizei denkt, ich war das, weil wir uns vorher gestritten hatten. Oh, warte mal, warte mal. Und das alles hast du mir die ganze Zeit verschwiegen? Ich dachte, dass wir uns immer alles sagen. Es tut mir leid, ich wollte nur dich schützen. Dich und das Baby. Sag mal, spinnst du? Wie soll ich denen jetzt nur vertrauen? Marlene, bitte, ich... Das wird mir gerade ja alles zu viel. Bitte geh weg. Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Bitte geh. Geh! Okay, wie du willst. Aber ich liebe dich. Als Stefan Lukas am Haus des betrogenen Ehemannes Martin Hubert ankommt, ist er überrascht, dort dessen untreue Ehefrau zu treffen. Bitte kommen Sie rein. Dankeschön. Ich hatte gar nicht gedacht, dass ich Sie hier treffe. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich Ihren Mann fragen wollte, wo ich Sie treffen kann. Martin ist nicht da. Er hat mich gebeten, heute Nachmittag die Sachen zu holen. Er will mich nicht sehen, nicht mit mir reden. Das alles nach 3 Ehejahren, wo wir so glücklich waren. Hätte mich doch nie auf den Andreas eingelassen. Wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Also Sie und dieser Andreas Macher. Ich habe mich von ihm tätowieren lassen. Hier auf dem Hüftknochen, so ein kleines Dreieck. Er war so charmant. Ehrlich, ich habe Martin nie betrogen. Aber Andreas hat mich einfach um den Finger gewickelt. Ja, da gehören immer 2 dazu. Aber ich verstehe es richtig, Sie machen Herrn Macher dafür verantwortlich, dass jetzt Ihre Ehe kaputt ist. Nee, das habe ich schon selbst verbockt. Wussten Sie, dass Herr Macher heute zwischen 9 und 10 Uhr in seinem Studio niedergeschlagen wurde? Nein, aber wenn Sie mich jetzt dafür verantwortlich machen wollen, dann liegen Sie falsch. Sie waren also nicht bei ihm im Studio zu dieser Zeit? Nein, ich war beim Brunchen mit meiner besten Freundin und habe mich ausgeheult. Die Polizei wird es überprüfen. Das können die gerne machen. Also ich habe nichts gegen Andreas, mein Mann schon. Ja, aber der hat ein Alibi. Die Polizei hat es schon überprüft. Eine Frage habe ich noch. Diese Kette, in Wirklichkeit gab sie gar nicht, stimmt's? Doch, die Kette gibt es und Ihr Mandant hat sie gestohlen. Moment mal, da fällt mir ein. Da. Das ist die Kette. Es gibt sie tatsächlich. Aber es beweist noch nicht, dass mein Mandant sie auch wirklich gestohlen hat. Was machst denn du noch hier? Ich hab doch gesagt, du sollst bis um 3:30 verschwunden sein. Ach, ihr schaut euch Fotos an. Da habe ich auch einige schöne für euch. Keine Sorge, du siehst mich nie wieder. Das will ich auch hoffen. Und worauf warten Sie noch? Auf gar nichts. Ich bin schon weg. So. Wiedersehen. Unterdessen packt auch Marlene ihre Sachen. Sie hat kein Vertrauen mehr zu Jonas. Schatz, was machst du da? Du kannst mich doch nicht verlassen. Ich liebe dich über alles. Ich brauche Zeit, um über alles nachzudenken. Wo willst du denn hin? Ich ziehe erstmal zu meiner Mutter. Bitte, geh nicht. Ich lüge dich auch nie wieder an, ich verspreche es dir. Was kann ich denn damit tun, damit du mir glaubst? Sag mir die Wahrheit. Hast du diesen Typen niedergeschlagen und die Kette geklaut? Was, natürlich nicht. Wie kannst du sowas fragen? Du kennst mich doch. Das dachte ich auch. Aber da habe ich mich ja wohl getäuscht. Bitte, ich könnte nie jemandem was antun. Ich hab's auch satt, dass mich alle beschuldigen. Sorry, aber... Aber ich glaube dir einfach nicht mehr. Ich habe niemandem was getan. Das werde ich auch beweisen. Herr Lukas, gibt es was Neues? Allerdings. Ich war gerade bei Frau Hubert. Sie hat mir ein Foto gezeigt, das beweist, dass es die Kette wirklich gibt. Außerdem behauptet sie, dass sie ein Alibi hat. Wenn Martin und Sarah Hubert ein Alibi haben, dann muss es diese Kerstin, die Frau von Andreas, gewesen sein. Das ist nicht gesagt. Die Polizei muss ja auch erstmal noch das Alibi von Frau Hubert überprüfen.
Doch, die war das 100 pro. Jonas will seine Frau zurückgewinnen und seine Unschuld beweisen. Darum beschattet er am nächsten Morgen die Ehefrau des Tätowierers. Diese hat das Haus des betrogenen Ehemannes angesteuert. Na, treffen sich jetzt die zwei Betrogenen? Herr Lukas? Guten Morgen, Herr Koch. Ich habe gerade mit der Polizei gesprochen. Das Alibi von Kerstin Macher stimmt anscheinend doch. Sie war beim Kunden zu Hause und hat ihn tätowiert. Kann es denn nicht sein, dass der Kunde für Sie lügt? Das glaube ich kaum. Aber bitte geben Sie Hoffnung nicht auf. Wir finden den Angreifer schon. Okay. Herr Koch, stimmt was nicht? Sie klingen so merkwürdig. Wo sind Sie gerade? Ja, ja, alles okay. Ich bin nur mit einem Kumpel frühstücken. Ich muss jetzt aber leider wieder los. Auf Wiederhören. Von wegen Alibi. Das glaubt doch kein Mensch. Endlich tut sich was. Der junge Privatdetektiv ist den beiden betrogenen Eheleuten gefolgt und beobachtet wenig später, wie sie die Tür des Tattoo-Studios gewaltsam aufbrechen. Herr Koch? Herr Lukas? Ja, was war denn vorhin los? Alles okay bei Ihnen? Herr Lukas, ich bin Kerstin Macher gefolgt. Bitte, was sind Sie? Was soll denn das? Hören Sie doch auf, Dummheiten zu machen. Ich will beweisen, dass die ihren Mann niedergeschlagen hat und nicht ich. Mir glaubt ja nicht mal meine eigene Frau, dass ich unschuldig bin. Jetzt hören Sie bitte, die Ermittlung überlassen Sie bitte der Polizei. Hören Sie mir zu. Ich habe gesehen, wie diese Macher und der Hubert ins Tattoo-Studio eingebrochen sind. Mit Masken und Brechstangen und so. Sie sind gerade da drin. Die sind auch drin. Hören Sie zu, ich rufe sofort die Polizei an. Dann komme ich zu Ihnen. Und Sie halten dann bitte die Füße still. Hören Sie, keine Dummheiten machen. Okay, okay, ich mach nichts. Aber bitte beeilen Sie sich. Bis gleich. Tschüss. Jonas hält sich jedoch nur kurz an die Anweisungen seines Rechtsanwalts. Die betrogenen Ehepartner veranstalten in dem Tattoo-Studio das pure Chaos. Keine Bewegung. Die Polizei ist gleich da. Schick, wir müssen abhauen. Los! Ihr werdet genieren. Hier steht es, Andreas. Was ist denn hier los? So, und Sie bleiben schon. Ist okay mit dir. Ja. Okay. Die beiden Betrogenen. Und? Wollten Sie sich an Ihren beiden untreuen Partnern rächen oder was? Stecken Sie auch wieder dem Angriff auf Herrn Macher oder was? Das war ein Blödsinn. Wir haben damit nichts zu tun. Und? Lieber die Wut rauslassen hier im Tattoo-Laden, in dem Sie arbeiten? Oder war das die Vorbereitung auf einen Versicherungsbetrug? Sie haben die Tür eingebrochen, obwohl Sie einen Schlüssel haben, oder? Das Brecheisen war doch nur dafür da, dass man nicht sofort auf mich zurückkommt. Ich wollte meinem Mann einfach alles nehmen, was er liebt. Martin hat mir erzählt, was er für ein Penner ist. Und da habe ich eben nachrecherchiert. Und haben herausgefunden, dass Ihr Mann Ihnen nicht nur einmal untreu war. Ja, der Arsch ist mit über der Hälfte von meinen Kundinnen fremdgegangen. Aber naja, Martin ist halt auch dabei, hat ja auch noch ein Hühnchen zu rupfen, ne? Sie sagen es. Sie beide haben ein ganz wunderbares Motiv, jeder. So ein Quatsch. Ich habe von der Affäre erst erfahren, als Anni schon lange im Krankenhaus war. Abgesehen davon haben wir ein Alibi. Stimmt, das haben wir recherchiert. Aber für das hier haben die beiden sich zu verantworten. Und was Sie anbelangt, warum sind Sie von der Macher gefolgt? Wollten Sie sie auch niederschlagen, wie Sie Herrn Macher niedergeschlagen haben? Doch, Herr Kommissar, stellen Sie offene Fragen. Ansonsten brechen wir die Übung hier ganz schnell ab. Genau. Ich habe einfach nur den Job gemacht, für den die Polizei einfach zu unfähig ist. Ich tue mitmachen. Provokation bringen aber auch nichts. Hören Sie auf. Hören Sie mal lieber auf Ihren Anwalt. Wir sehen uns später sowieso nur wieder. Die beiden führen mir jetzt ab auf die Dienststelle. Sie müssen sich mehr zurückhalten, wirklich. Sie wollen nicht noch mehr Ärger bekommen, oder? Es tut mir leid. Das Ganze wird mir einfach zu viel. Meine Frau ist gestern ausgezogen, nachdem ich ihr die Wahrheit gesagt habe. Schöner Mist. Jetzt warten Sie es mal ab. Vielleicht war es einfach eine Affekthandlung von ihr. Reden Sie mit ihr nochmal, vielleicht sieht sie es heute anders. Was war mit dem Auge? Wollen Sie ins Krankenhaus? Nein, ich fahre direkt zu Marlene. Gut, machen Sie das. Aber Sie tun mir einen Gefallen. In diesem Fall keine Alleingänge mehr. Okay, Sie ist super Detektiv. Also, ich melde mich, ja? Bis dann, tschüss. Ja, also noch sind wir weit davon entfernt, dass das Strafverfahren gegen meinen Mandanten eingestellt werden könnte. Die Polizei
geht weiterhin fest davon aus, dass er es war, der die Kette gestohlen und Herrn Macher niedergeschlagen hat. Aber gut, das Wichtigste ist es jetzt, dass mein Mandant sich nicht wieder zu irgendwelchen Dummheiten hinreißen lässt. In der Zwischenzeit ist Marlene noch einmal nach Hause gefahren. Allerdings nicht, weil sie ihrem Ehemann seine Lügen verziehen hat. Jonas, ich bin gleich wieder weg. Ich habe nur meine Kontaktlinsen vergessen. Ja, ich weiß. Ich habe bei deiner Mutter angerufen und sie hat gesagt, du wolltest vor der Arbeit herfahren. Marlene, bitte verzeih mir. Es tut mir so leid. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich habe nur gelogen, um dich und das Kind zu schützen. Und das werde ich auch immer machen, bis zum Ende meines Lebens. Ich will immer für euch beide da sein. Und ich verspreche dir, ich werde dich nie wieder anlügen. Hast du dich geprügelt oder was ist mit deinem Gesicht passiert? Nein, ich habe nur zwei Einbrecher gestellt. Aber die ganze Geschichte möchte ich dir bei einem Versöhnungsessen erzählen. Es soll keine Geheimnisse mehr zwischen uns geben. Ich weiß nicht. Komm schon, ich mache uns Frühstück. Ich habe schon gefrühstückt. Dann halt Mittagessen. Okay, aber ob ich dir verzeihen kann, das weiß ich nicht. Du musst erst noch beweisen, dass du es wirklich ernst meinst. Okay, dann mache ich dein Lieblingsessen und wir treffen uns hier in deiner Mittagspause. Okay, aber danach fahre ich wieder gleich zu meiner Mutter. Okay, dann gehe ich sofort einkaufen. Während Jonas einkaufen ist, hat sich jemand Zutritt zu seiner Wohnung verschafft. Hey, was soll das denn hier? Schön da geblieben. Stefan Lukas hat sich mit seinem Mandanten verabredet, um über den mysteriösen Einbruch zu sprechen. Jetzt wurde bei meinem Mandanten in die Wohnung eingebrochen. Seine Kamera wurde gestohlen. Die Polizei weiß schon Bescheid. Aber ich frage mich natürlich, wer könnte ein Interesse an der Kamera meines Mandanten haben? Ich meine, die Beteiligten wissen ja alle über den Seitensprung Bescheid. Hallo. Herr Lukas, danke, dass wir uns hier treffen. Ich will einfach keine Geheimnisse mehr von meiner Frau haben. Sie soll jetzt beim Gespräch mit dabei sein. Okay. Den Dieb haben Sie wirklich nicht erkannt? Nein. Und ohne meine teure Kamera kann ich den Job als Privatdetektiv vergessen. Schatz. Wir werden das schon hinbekommen. Wichtigste ist doch, dass dir nichts Schlimmes passiert ist. Heißt es, du verzeihst mir? Na klar, du Blödmann. Komm her. Aber es kann doch kein Zufall sein, dass gerade jetzt bei uns eingebrochen wird. Gut, also ich meine, auffallend ist, dass nur die Kamera weggekommen ist. Ich meine, Sie haben doch gesagt, dass in letzter Zeit nur Fotos von Frau Huber und Herrn Macher draufgekommen sind. Und ich meine, da wissen doch alle Beteiligten Bescheid. Also eine Vertuschung durch den Diebstahl der Bilder macht doch überhaupt keinen Sinn. Gut, ich meine, es kann sein, dass der Dieb vielleicht die Kamera gerade zufällig in der Hand hatte, als sie ihn überrascht haben und er eigentlich die Kette stehlen wollte. Aber ich habe die Kette ja nicht. Und wenn der Dieb es auf die Bilder auf der Kamera abgesehen hat, dann hat er Pech gehabt. Ich habe sie längst auf Marlenes Laptop geladen und von der Kamera gelöscht. Die Fotos würde ich gern sehen. Bisher waren die pikanten Fotos für Stefan Lukas nicht relevant. Doch jetzt sagt ihm sein Bauchgefühl, dass sich auf den Aufnahmen wichtige Hinweise befinden könnten. Du, ich bin fertig. Kann ich vielleicht jetzt schon gehen? Klar. Aber schade, dass du nach den Probearbeiten entschieden hast, die Stelle nicht anzunehmen. Du hättest mich super vertreten. Danke, aber der Job ist leider nichts für mich. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Danke, ich dir auch. Tschüss. Danke. Ciao. Entschuldigung, Sie haben da so ein Tattoo auf dem Nacken, richtig? Ja. So ein dreieckiges. Ich habe mir neulich in so einem Studio mal einen ganzen Katalog an dreieckigen Tattoos angeschaut. Ich hatte überlegt, ob ich mir selbst eins stechen lasse. Wollen Sie es machen lassen? Ich weiß den Namen des Ladens nicht mehr. Tut mir leid. Ach, wiedersehen. Ciao. Ciao. So. Hier sind die Fotos. Moment mal, klar. Jetzt bin ich mir sicher, wer dahinter steckt. Der Rechtsanwalt hat auf einem der Observationsfotos eine interessante Entdeckung gemacht. Und davon muss auch der Täter wissen, der um jeden Preis an den Laptop von Jonas Koch kommen will, der jetzt in einem Hinterzimmer der Boutique steht. Genug gespielt, Frau Müller. Das Spiel ist aus. Mir war klar, dass Sie wiederkommen würden, um den Laptop zu holen, nachdem Sie feststellen mussten, dass sich auf der Kamera, die Sie gestohlen haben, gar keine Fotos mehr befanden.
Ja, und unser Gespräch hat sie vorhin ja auch mitbekommen. Hier, ich dachte, ich wäre der Einzige, der die beiden beobachtet hat. Sie war nicht der Einzige. Sie hat sich verliebt in Herrn Macher, habe ich recht? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass er mit vielen seiner Kundinnen schläft. Das Tattoo habe ich bei Ihnen gesehen. Und ich habe gesehen, wie nervös Sie plötzlich wurden. Sie waren zusammen mit Herrn Macher an einer Affäre. Dachten, Sie wären die Einzige. Sie sind ihm gefolgt und mussten feststellen, dass er Sie betrügt. Haben ihn deshalb niedergeschlagen und dann ist Ihnen bewusst geworden, dass das Ganze ja vielleicht beweisbar sein könnte. Sie wollten belastetes Material verschwinden lassen, nämlich die Fotos, in denen Sie die Kamera gestohlen haben. Das ist doch Blödsinn. Wenn das alles Blödsinn ist, warum sind Sie dann hier eingebrochen? Aus der Nummer kommen Sie nicht mehr raus. Frau Hubert hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Natürlich wurde ihr die Kette gestohlen. Ich bin mir sicher, Herr Kommissar, wenn Sie mal die Wohnung von Frau Müller durchsuchen, werden Sie genau die Kette finden. Denn Sie, Frau Müller, haben die Kette gestohlen. Die Schlampe hat mir meinen Schatz geklaut. Deswegen dachte ich, klaue ich ja auch an den Schatz. Und die Kette lag da eh am offenen Fenster so rum. Und als die blöde Kuh Andreas gefolgt ist, konnte ich die locker mitgehen lassen. Und dass Sie in der Boutique angefangen haben, war doch auch kein Zufall. Sie dachten, auf diese Weise könnten Sie ganz unauffällig ständig Herrn Koch nahe sein. Habe ich recht? Ja, ich dachte, dass ich so leicht an die Kamera komme und die Bilder löschen kann. Aber es gab nie die richtige Gelegenheit dazu. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr zu warten. Dann bin ich in die Wohnung und habe die Kamera geklaut. Okay, das reicht. Sie kommen jetzt mit uns mit. Vielen Dank für alles, Herr Lukas. Wirklich sehr, sehr gern. Ja, Andreas Macher sticht Tattoos. Aber er ist nicht nur ein Stecher, wenn es um Tattoos geht. Er sticht auch in Frauenherzen. Und wir sprechen da von vielen Frauen neben seiner eigenen Frau. Aber keine Frau war bislang so wie Sina Müller. Sie hat eine ganze Reihe von Verfahren in Gang gebracht. Sie selbst wird wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen mehrfachen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten verurteilt werden. Andreas Macher wird wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe und die beiden betrogenen Eheleute wegen Sachbeschädigung ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Tja, und mein Mandant, der hat wegen der Kette nichts mehr zu befürchten, aber wegen der Bilder, da gibt es ein Verfahren, das wird noch laufen. Ich werde alles dafür tun, dass es nicht mehr lange läuft, dass es schnell eingestellt werden wird, damit er sich in Ruhe um sein junges Familienglück kümmern kann. Tja, und Andreas Macher, der ist auf dem Weg der Besserung. Die Damenwelt wird ihn bald wieder haben. Ich würde sagen, Andreas Macher ist ein Mann für die Ewigkeit. Jedenfalls dann, wenn es um Tattoos geht.